Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Infinifactory. Wir sind immer noch damit beschäftigt, dieses eine Klops-Ding hier zusammenzuschrauben. Und zum Schluss hatten wir hier noch eine kleine Änderung vorgenommen, wo ich sagte, wer schon mal öfter zugeschaut hat, der weiß, was hier kommt. 245. Zumindest, was ich ausprobieren möchte. So, jetzt kommt der nämlich. Ebola. So, Richtig. Der kommt nach hier. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob die Stangen so richtig liegen bleiben, wie ich das vorhab. Die fallen nach unten. Die bleiben oben. So, du musst hier sowieso noch ein ganzes Eck weiter weg, aber das ist okay. So, die liegen genau da, wo sie liegen sollen und der Dingen ist in der Mitte. So, das heißt, Ditte hier muss irgendwie in die Mitte gelangen. Eventuell müssen wir den noch einmal umleiten. Müssen wir definitiv. Weil ich habe jetzt gerade erstmal zwei Stangen fertig. Ja, toll, super. Ja, das ist das Problem, was ich habe. Und jetzt kriegen wir die Schwierigkeit platztechnisch. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Du gehst so rum. Gucken, ob das passt. Ja, die laufen ganz genau dran entlang. Sehr schön. So, den kann ich ja hier ruhig versetzt laufen lassen. Das spielt ja keine Rolle. Das heißt, hier wäre die Mitte. 3, 4, 5. Siehst du, das passt nämlich nicht. 1. Da werden wir den richtigen Punkt uns noch raussuchen müssen, wann der hier hinten umdrehen muss. Ich nehme den jetzt einfach mal hier an. Platz genug haben wir ja. So, dann eben gucken, wie der hier zurückläuft. Zack. Und der läuft da auf Ecke, das ist doof. Der ganze Scheiß ist zu eng. Was ist das denn? Ja, das passt ganz toll. Der bleibt da erstmal liegen. Ja, ist das ein Elend. Die laufen nicht aneinander vorbei, oder wie hatte ich das jetzt gesehen? Das passt, der läuft rüber. Ah, die stoßen ganz genau aneinander. Das heißt, ich muss hier einen weiter. Wenn ich dort einen weiterfahre, passt der ganze Scheiß hier drunter nicht mehr. Och man, ist das zum Kotzen. Das geht nicht, das geht nicht. Ich habe jetzt keine Lust, das auf die andere Seite zu bauen. Nun gut. Dann schieben wir das alles ein rüber. Wir haben ja sonst nichts zu tun.
Damit wird das Timing da unten nicht mehr passen. Ich freue mich. Muss ich den auch wieder umsetzen. Der passt. So, das heißt, Jüngelchen, du kannst da gar nicht sitzen. Sonst würdest du ja Dauerfeuer machen. So, und jetzt Trauschau wem? Passt das noch? Nö, natürlich nicht. Das kommt weg, der kommt dahin, der kommt weg, der kommt weg. Sensor dahin. Wir kriegen das schon fertig. Ja, perfekt. So, der kommt nach da, der kommt nach da, der liegt da, der liegt da, der liegt da. So, alles schön. Und jetzt kann ich den Scheiß nämlich ein weiter rübersetzen. Dann schauen wir mal, ob die jetzt aneinander vorbeilaufen. Ah, ganz genau. So, das passt hier nämlich auch. Das Problem ist nur, doch, geht. Jetzt kann ich nämlich Folgendes machen. Wir können da ein Band setzen. Da ein Band setzen. Hier brauche ich, so, 4, 6, so, das passt. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Du musst da weg. Denn du kommst hier hin. Da muss ich die Leitung noch eben ändern. Nein, das war etwas falsch. So, dann muss nämlich hier ein Schnicki-Schnacki-Bolz hin. Zack. Und dort ebenfalls. So, jetzt wird's interessant. Von unten kann ich nicht, das ist okay. So, die beiden müssen schon mal verbunden werden. Das ist Quatsch. So, die beiden müssen verbunden werden. Halt, ich komme gleich nicht raus. So. Und jetzt kommt der Knactus Casus. Ne, Casus Knactus heißt das, ne? Wann pusht wer wen wohin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alter, das ist jetzt nicht wahr, ne? Ah, geht ja noch. Haben wir aber Glück gehabt. Komm, wie das Ding eine Quere. So, das ist dahinter. Das ist Prefect. Perfect heißt das übrigens.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir Folgendes. Der fällt hier runter. Ist das denn jetzt hoch genug? Halt, du sollst ihn nicht drehen. So, die laufen da dran vorbei. Plopp. Alter, wieso sind die so früh, ey? Das ist doch ätzend. Yay, darin sind wir ein zu hoch. Das sind wir aber nur, weil da die Dinger nicht drunter liegen. Okay. Das heißt, das passt. Den können wir da reinschieben. Das heißt, hier kommt ein Band hin. Hier kommt ein Band hin. So. Die können rausgeschoben werden, sobald er hier ist. So, damit müsste der Mittelklotz auf diesen beiden Dingern da liegen. Zack, die liegen vorne. Passt. Rudo, Rudo, Rudo. Das Teil kommt runter. Liegt noch nicht ganz perfekt. Die beiden Teile liegen bereit. Sehr schön. Das heißt, der kommt weg. Der läuft los. Die sind da. Zack, zack. Das heißt, theoretisch kann ich die loslaufen lassen, sobald hier der belegt ist, ne? Das heißt, hier kommt Kabel hin. Und hier kommt ein Sensor hin. Jetzt muss ich das nur einmal hier eben ein bisschen verknusen. Halt. Wo müssen wir lang? Da. 4. Hallo Kabel. So, ne? Ja, da bin ich aber gespannt. So, jetzt müssen wir das ganze Ding hier vor uns eigentlich liegen haben und dann wird es nachher eng. Weil jetzt müssen wir den hier noch einmal rumführen, lasern und dann von da reinführen. Das heißt, ich fahre den nach hier weg, nach links und dann schauen wir mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Stängelsche liegen bereit. Nummer 2 und 3 sind unterwegs. Taste T in der Hand nehmen. Passt. So, und da seht ihr jetzt das Problem, das ich habe. Die sind viel zu früh. Ficky Facky. Zwei, drei, vier, fünf. Mann, 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 Mann. Ich habe keinen Bock, die da 11 Kilometer weit rauszufahren. Na, komm schon her. Wie gesagt, zur Not nehmen wir die Notlösung, dass wir hinten einfach mehr von dem großen Block wegschneiden. So, und jetzt warten die viel zu lang.
So, der ist aber noch nicht da. Das ist gut. So, jetzt muss ich mir nur noch eben überlegen. Die liegen da, der fällt von oben drauf. Das heißt, hier kann ich schweißen, auf der anderen Seite auch. Und die anderen beiden muss ich hier an der Ecke schweißen. Richtig. Kann ich auch von oben machen. Nee, kann ich nicht von oben machen, weil der von da runterfällt. Ich könnte den höchstens von vorne machen, aber da will ich hindrücken. So, den anderen kann ich von der anderen Seite fick dich anschweißen. So, das werden wir jetzt als erstes machen. Die kommen dahin. Die bleiben da auch hängen, das weiß ich, weil die da an dem Dings dran kleben. Dann müssen wir hier einen Hilfssockel hinsetzen. So, damit sind die beiden unteren verschweißt. Und jetzt muss ich die hier oben verbraten. Der wird dahin gepusht. Das heißt, hier kommt einer hin. Und da. So, jetzt muss ich nur noch hier 1, 2, 3. Das ist, glaube ich, 1 zu viel. So, ne? Falsche Taste. So, unten ist verschweißt. Kann ich da noch Zeit gewinnen? Nee, weil die können jetzt sowieso erst rüberlaufen. So, der untere drückt jetzt schon. Das heißt, wir kriegen Zeitverzug hier rein. Der ist verschweißt. Damit könnte ich jetzt irgendwo sensortechnisch was auslösen. Das Problem ist, wo setze ich den Sensor? Hier komme ich runtergefallen. Das ist doof. Eventuell muss ich das Einlegen dieser Seitenteile anders machen, dass ich den Weg verkürze, dass die hier klack von außen drankommen. Dann ist der Weg aber länger. Und jetzt habe ich das Problem. Da fehlt einer. Weil jetzt irgendwelche Sensoren wieder blockiert sind. Achso, weil das nicht da unten wegläuft, ne? Nicht so schön, nicht so schön. Ja, ich denke mal, da werden wir uns in der nächsten Folge Gedanken drum machen. Das funktioniert hier nicht. Das nehme ich schon mal weg. Ebenso wie das hier. Dann müssen wir uns ein bisschen was anders einfallen lassen. Man könnte jetzt ja auch die unten drauf liegen lassen, die anderen an der Seite vorbeifahren lassen. Dann hätte ich zwei Stationen. Ne, wenn der jetzt hier runtergefallen ist, ploppt da drauf, dass er dann hier fertig ist und rüberfährt. Nach hier hinweg. Und derzeit muss ich die anderen dann hier hinten rumfahren. Bis dahin ist aber der auch schon wieder da. Oh, oh.
Na, das probieren wir mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und bis dann bei Infinifactory. Bis dann, ciao.